das eine oder andere Mal siegen kann. Und was ist natürlich die Lieblingsbeschäftigung? Das kann jetzt eine Rennen sein, wie es will. Da haben die beiden eh auf die Uhr keine Lust mehr. Die ist eh schon viel zu oft gelaufen in diesem Jahr. Oh, jetzt ist er mit dem größten Rückwärtsgang. Oder auch die Frage, vielleicht vorwärts dann doch. Und es ist eine Punktlandung gewesen von Eberhard Ginger, Weltmeister am Reck 1904. Über Pfeile, wie sie im Buche steht, Susi Wolf in den Formel 1 Rennen der Jahre 54. So wie bereits 8 Kollegen vor ihm. Erster Sieger im ersten Viertelfinale ist Lewis Hamilton, den Sieger also gleich nochmal. Und ein bisschen Donner und ein bisschen quer oder Mercedes-Stern. Darf da durchaus erlaubt sein. Ein bisschen klar machen gehört ja schließlich zum Rennsport. Dazu geht der Ziel. Das brauchen wir für die Autobahn. Das ist die normale Lichtfunktion. Aerodynamik, Wunder, ein benzinelektrischer Plug-in-Hybrid. Und Vorstandsmitglied Ola Kelenius zuständig für. Hat übergehen lassen, hat der Lewis Hamilton auch vor dem Lauf gesagt. I think he wants blood. Ich denke, er will Blut sehen, aber auf Mercedes geholt. Susi Wolf, die an diesem Jahr ihre aktive Rennfahrerkarriere beendet hat, allerdings natürlich dem Hause Mercedes-Benz als Markenbotschafterin treu bleibt, das ist doch völlig klar. Da wird es auch eine Aktion geben. So, jetzt kommt natürlich. A warm welcome to our English guests from England, from the F1 team. Nico Rosberg mit der Formel 1 gegen Pat. So, beide sind gelandet. Das war mal richtig schnell und das war mal richtig laut. Can we expect a big, big F1 finale? That would be awesome. I know. Lewis Hamilton ist in jedem ersten Halbfinale ausgeschieden. Wir sehen das nochmal grafisch aufbereitet. Ja, und er hat schon richtig vor Tatendrang dran, hat er gespießt, der Pascal. Und er hat, lieber Heiko, seinen Vorhaben durchaus Taten folgen lassen. Spannendste Rennen bisher, das war der knappste Ausgang, das war 99.000stel, das war wirklich nur Zentimeter. Nochmal zur Erinnerung, eine Runde hier sind ja gerade mal 871 Meter und bei 4 Runden, das ist wirklich ein ganz kurzes Rennen. Das war eine ganz heiße Kiste, ein riesen Dankeschön an die beiden für ein traumhaftes Halbfinale. Der Bahn sowohl innen als auch außen längst darum, sie rauszutragen, möglichst viel Schwung mitzunehmen, am Ende dann doch. Das Erfolgsgeheimnis für Daniel Giambattista, der dann am Ende diesen Lauf siegreich gestartet. Also das Finale bei Stars in Cars 2015 lautet Pascal Wehrlein gegen Daniel Giambattista. Das gibt's später. Wer von den beiden Formel 1-Heroen jetzt der Schnellere war, das können wir hier oben leider. Wir machen nochmal eine
überhaupt nicht zu wissen. Da kann also durchaus es sein, dass dann am Ende Bernd Schneider die Nase vorn hat. Kann sein, sieht aber irgendwie nicht so aus. Macht aber nichts, was der Lehrer in diesem Jahr die DTM gewonnen hat, weil er der konstanteste Fahrer im Feld war. Auch dann im Maximalfinale gerade in diesem kam das Auto da nicht mehr weg, was der Freude keinen Abbruch getan hat. Dass ich mich über mich hinauslassen kann. Wer sagt, dass Mädchen sich nicht durchsetzen können? Boxen hat mir die Wege geöffnet. Mädels entwickeln Teamgeist. Neben ihm sitzt, ist der Chairman, der Vorsitzende der Rios Sports for Good Foundation. Und er ist einer der berühmtesten Leichtathleten aller Zeiten. Und weil wir beim Thema Laureus sind, kommen jetzt hier. Das kann man wirklich sagen für Mercedes-Benz. Das kommt nicht mal Programm ab dem nächsten Jahr. Also erster Einsatz, 24 Stunden Dubai von 14 bis 16. Wenn du diesen Kühlergrill in deinem Rückspiegel siehst, dann ist alles sicher, gleich wirst du gegrillt. Das also der Nachfolger des SLS AMG GT3, 550 PS drunter. Mit diesem Auto also wird irgendwann dann im nächsten Jahr dann richtig angegriffen. Wie gesagt, zum ersten Mal dann in Dubai, natürlich dann auch bei der VLM und auch beim GT Masters sollten wir dieses Auto dann treffen. Ordentlich laut ist er sowieso. Und die Designer übrigens sprechen bei diesem Kühlergrill, ist es oft schon relativ prekär und relativ brenzlig. Also geht's los, Nico Rosberg mit dem Startnummer, Startnummer 6, Lewis Hamilton in Gelb, Silber, Rot mit der Startnummer 44, seiner Lieblingszahl, die er auch trotz dem, dass er Formel 1 Weltmeister geworden war im vergangenen Jahr, behalten hatte, wäre ja das Recht zugestanden, da durchaus eine dicke Vereinsformel durch die Veranstaltungsauto spazieren zu fahren, aber nein, er hat gesagt, aber natürlich, das geschulte Auge weiß immer noch, wer hinter dieser Veranstaltung, wer hinter Stars and Cars 2015 steckt. Und so viel zum Thema, ich habe dann genug, er hat nämlich überhaupt nicht genug. Da brauchst du durchaus noch eine oder andere. Dreimal hat er sich den Titel jetzt geholt, im kommenden Jahr verhalten wird, ob dann tatsächlich die große Stunde von Nico Rosberg steckt. Oder... Und entsprechend auch wird noch ein bisschen Gummigeruch im Stadion verteilt. Daniel Giocattella ist der Sieger in diesem Jahr. Bei dieser Erstauflage eines Race of Champions leitenden Saisonabschlusses von Mercedes-Benz Stars and Cars 2015. Ich denke mal, bevor wir dann gleich zur Siegerehrung kommen, dass das ein Format ist, das sich durchaus, glaube ich, ohne große Standschwierigkeiten direkt mal durchgesetzt hat. Mit dem Sieger Daniel Giocattella, der alle etablierten und meisterschaftsdekorierten Kontrahenten hinter sich gelassen hat. Vier Läufe musst du gewinnen, dann bist du der Sieger. Ihm ist das gelungen. Und hier sehen wir noch einmal, ja, in der verlangsamten Wiederholung noch einmal die Überfahrt über den Zielstrich und das Feuerwerk. Und da sehen wir es eingeblendet, der Champion-Star. Waren sie rückwärts, waren sie vorwärts, was wollen sie denn jetzt? Jetzt wollen sie, jetzt fahren sie und das ist der Showrun. Und Richie, mit den dicken Dickern kommst du doch auch klar, oder? Au, 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 was antwortet man auf solche eine Überleitung? Am besten konzentriert man sich aufs in Anführungszeichen sportliche Geschehen. Und du hast natürlich recht, das sind tatsächlich richtig dicke Dinger. Also die beiden sehen so aus, als könnten sie spontan direkt rechts abbiegen in Richtung Wüste. Und da hätten die auch kein Problem, über diverse Sanddünen rüberzukommen. Diese Autos haben immerhin 544 PS, fahren aber nur 160 km/h schnell. Das ist natürlich bei einem Leergewicht von fast 4000 Kilo, also 4 Tonnen, ist das natürlich ein bisschen klar, erklärt sich die Geschichte von selbst. Und auf so einem engen Parcours, da muss man natürlich schon ordentlich langsam tun. Aber
für solche Autos müssen Garagen erst neu konzipiert werden. Das ist mal völlig klar. Sechsradantrieb mit 5 Sperrdifferenzialen, um Gottes Willen, schweres Wort. Und schwierigster Geländeeinsatz sollte mit diesen Autos aber eigentlich nicht wirklich ein Problem sein. Im Übrigen kann man in diesen Autos innerhalb von 20 Sekunden den Luftdruck der Reifen per Knopfdruck verändern. Im Sand hilft einem sowas weiter. Hier haben wir keinen Sand. Hier wird höchstens Staub aufgewirbelt. Gerade bei